Schön, dass du wieder mit dabei bist, hier bei mir auf dem Kanal. Es geht trotzdem weiter. Heute gibt es wieder mal so einen kleinen Vlog. Und den hätte es eigentlich nicht gegeben, wenn nicht eine junge Dame ihn sich gewünscht hat. Sie weiß schon, wer gemeint ist. Ja, warum Vlog? Heute ist eigentlich eher so der Grund, ja, ich habe einfach Bock drauf. Ich habe einfach mal Lust, mit euch darüber zu reden, wie es jetzt hier im vierten Quartal 2019 weitergeht. Ich arbeite auf jeden Fall wieder an einer neuen Miniserie und das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, es wird in den nächsten Videos um das Thema Angst gehen. Was da jetzt dann genau kommt, seht ihr dann in den Videos. So, was habe ich noch auf dem Zeiger? Dann seid ihr jetzt mal das Thema, für die ich das ja hier alles mache. Ich bin an dieser Stelle mega dankbar, dass ihr dabei seid, dass ihr immer fleißiger seid, was das Kommentieren und auch mal drüber reden in der Kommentarfunktion angeht, finde ich richtig, richtig gut. Warum seid ihr jetzt dann jetzt gleich noch weiterführend das Thema hier wichtig für diesen Kanal? Ganz einfach, ich habe ja jetzt seit einer ganzen Zeit, seitdem ich über die 1000 rüber bin, diesen Community-Tab. Und in diesem Community-Tab habe ich zum Beispiel Abstimmungen reingetan, wo ihr abstimmen könnt, was ihr für Themen sehen wollt. Das ist auch schon ganz fleißig geschehen, finde ich gut. Ich werde mich da auf jeden Fall mit dran orientieren, was da so eure Interessen sind. Ihr könnt mir aber auch bitte in diesen Community-Tab bitte eure individuellen Themenwünsche mal reinschreiben. Hat den Vorteil, dass vielleicht andere sogar dann euer Thema individuell voten mit Daumen nach oben und dann ziehe ich das natürlich dann irgendwie so ein bisschen vor mit in die, wie soll ich sagen, Bearbeitung, Erstellung, irgendwie so. Naja, ihr wisst, was ich meine. So, das war so das zweite Thema. Das dritte Thema ist irgendwie so ein Nachdenkthema, was mich in letzter Zeit wirklich viel beschäftigt. Nicht nur, weil es jetzt auch schon von richtig großen YouTubern mit diversen Ausrastern irgendwie thematisiert wurde, aber es ist irgendwie so dieses Thema, was ich selber auch sehr stark erlebe, besonders hier auf diesem Kanal, wie YouTube mit potenziell gefährlichen Themen umgeht. Beschreibe mal ganz kurz, wie so der Prozess für so ein Video ist, wenn das bei YouTube live geht. Klar, irgendwo die Erstellung, ich bastel das irgendwie zusammen, rendere das irgendwie und dann geht das Ganze hoch. Anschließend geht das in die irgendwie Verarbeitung und weitere Bearbeitung da, wo ich auch noch so ein paar Einstellungen vornehme. Und dann geht das an den Veröffentlichungstag. So, und in dieser Zeit von Hochladen bis Veröffentlichen passiert eine Analyse des Videos auf YouTube, von dem YouTube-Algorithmus. So, und dann entscheidet dieser YouTube-Algorithmus, ist dieses Video ja vom Prinzip her würdig, da zu sein. Und hineinspielen in diese Analyse, was ich auch richtig gut finde, die YouTube-Richtlinien für Vermeidung von gefährdenden Videos, ne? Zum Beispiel Terrorismus, Pornografie, all solche Geschichten. Und allein diese Worte, die ich jetzt hier genannt habe, in diesen Videos, animieren den YouTube-Algorithmus schon zu sagen, dieses Video ist nicht für YouTube geeignet, geschweige denn für die Sponsoren hier. So, und schwupps, bist du dann auf so einer Blacklist und wirst dann halt auch nicht mehr irgendwie an Interessenten vorgeschlagen. Das heißt, für mich in meinem konkreten Fall, ich weiß gar nicht, wo ich irgendwie Blacklist-Wörter verwende bei mir in den Videos. Ich habe mir diese Richtlinien für diesen Blacklist-Content rauf und runter angeguckt und ihr könnt das ja auch mal aus Spaß machen und
selbst Videos, wo ich vielleicht nur über das schöne Wetter reden würde, werden sofort weggeblockt. In der Konsequenz muss ich dann halt analog der anderen YouTuber beantragen, dass das Ding freigeschaltet wird. So, und ich bin mittlerweile so weit, dass ich die Videos dann Tage vorher produziere, um sie dann manuell von einem Sachbearbeiter freischalten zu lassen. Und selbst diese Sachbearbeiter sind manchmal echt auf den Kopf gefallen. Ich glaube, die gucken sich die Videos gar nicht mehr an. Die gucken nur auf den Videotitel und auf Thumbnail und drücken dann einfach auf nicht geeignet. So, endet dann damit, dass ich meistens dann eine Reklamation schreiben muss, wo sich dann halt nochmal ein Sachbearbeiter, der jetzt für mich zuständig ist, das Ding individuell angucken muss und es dann wieder freigeschaltet wird, weil es ja doch eigentlich in Ordnung ist. Also das, was da im Moment läuft, ist wirklich heftig. Warum beschäftigt auch mich das? Ich bin und bleibe bei der Aussage, ich will hier kein Geld mit verdienen, sondern ich möchte Menschen erreichen, die nach Hilfe suchen. Das ist immer noch mein Ziel. Da wird sich auch nichts dran ändern. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, jemand geht halt her, der möchte sich auf YouTube zum Thema Depression und meinetwegen ganz aktuell natürlich, was ja jetzt irgendwie losgegangen ist, mit Winterdepression beschäftigen. Habe ich schon zwei Videos zu gemacht, gibt dieses Jahr keins, glaube ich, dazu. Es sei denn, es ist gewünscht, schreibt es in die Kommentare. So, haben wir das Thema Kommentar und so weiter auch erledigt. Da gibt es sicher noch andere Videos, die da sicher auch mit reinspielen, aber meine Videos werden nicht vorgeschlagen, weil ich ja nicht würdig bin, weil ich ja angeblich gefährdende Inhalte drin habe. So, und das ist irgendwie so ein ganz großes Problem, das natürlich auch viel größere Kanäle irgendwie haben, Kanäle, die darauf angewiesen sind, vorgeschlagen zu werden, weil sie halt ihr Geld damit verdienen. So. Das ist sowas, was mich im Moment wirklich tierisch beschäftigt. Ist irgendwie ziemlich demotivierend. Aber ich bleib da dran. Weil ich gebe doch nicht einfach auf, ne? Also umsonst heißt dieser Kanal ja nicht, es geht trotzdem weiter. Jo. Das ist so das, was mich da halt auch noch so ein bisschen mit beschäftigt. Da kann man nur hoffen, dass da irgendwie so eine Besserung kommt. Weil es letztendlich irgendwie für euch halt irgendwo auch sicher wichtig ist, die das hier aber abonniert haben und das gerne gucken möchten, dass ihr da irgendwo eure Meldungen bekommt, dass was Neues da ist, was euch vielleicht interessiert. Ja, und ansonsten, ja, wie geht es sonst noch weiter? Habe ich schon gesagt, dass ich diese Kategorie Vlog umbenennen werde, weil Vlog irgendwie. Das hat ja irgendwie jeder. Ich glaube, ich nenne es mal die Idee, die ich jetzt so hatte, ungeschminkt. Uncut finde ich irgendwie auch so, weiß nicht, schon so abgedroschen. Ich glaube, ich nehme mal ungeschminkt. Bin halt durch jemand nochmal irgendwie aufmerksam gemacht worden auf diese. Jetzt nehmen wir es ungeschminkt. Ich glaube, ich finde das ganz gut, ungeschminkt Videos, dass ich da ja weniger sachlich als auch immer mehr emotional unterwegs bin. Und ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, allein für diese Idee hat sich diese Person nochmal einen Big Hug verdient. Ist aber gleich, das wird nicht zur Routine, ne? Ja, ich glaube, das war's irgendwie so für heute. Ich weiß, fachlich, inhaltlich jetzt nicht so viel, aber wir schauen einfach mal, wie euch die Serie zum Thema Angst gefällt. Ich hoffe, sie kann nächste Woche starten. Wenn, wie gesagt, dieser YouTube-Algorithmus und die Sachbearbeiter mir gegebenenfalls wohlgesonnen sind. Ansonsten gucke ich mal, was ich nächste Woche für euch mache. Wie gesagt, ist ein harter Kampf aktuell für alle YouTuber. Nicht ich alleine bin betroffen, aber
Vielleicht habt ihr da vielleicht dann so eine kleinen Index, wenn mal vielleicht irgendwie was anderes als erwartet kommt. Ich sorge auf jeden Fall dafür, dass ihr weiter hier mit Informationen, Hilfestellung und allem Möglichen, was euch interessiert zum Thema Depression versorgt wird. Ich hoffe, ihr werdet ein wunderschönes Wochenende haben. Wenn ihr das seht, ist ja schon Sonntag. Ich hoffe, Samstag ist ja gerade noch super schönes Wetter, super hell. Ich hoffe, dass ihr auch einen schönen Sonntag haben werdet und kommt gut. Entschuldigung. Kommt gut durch die Woche, passt gut auf euch auf und ich freue mich darauf, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Passt gut auf euch auf. Euer MK.